Wir sind wieder zurück bei einem weiteren Völkchen von The Forest und es ist eigentlich ganz gemütlich hier gerade, ne? Ich meine, wir können auch einfach hier bleiben. Finde ich auch. Oh, der Mond da oben. Könnte auch der Todesstern sein, ich bin mir nicht sicher. Und die Haie da hinten, so, das ist einfach schön. Ach, die beiden hier. Genau. Haben die eigentlich noch, Ragdoll? Ja, die haben noch Ragdoll. Okay, kann man die ins Feuer? Nee, ne? Ins Meer wäre cool. Meinst du, die schwimmen dann wieder los? Vielleicht. So. Ach, Alter. Wir wollten ja in die grüne Höhle, ne? Ja. Okay, scheiße. Was denn? Leider die spawnen ja Sachen. Wir hätten uns die beiden Haiköpfe mitnehmen können. Die kann man abmachen und als Trophäe aufhängen, soweit ich weiß. Diese hier? Ja, ja, auch. Also von jedem toten Hai. Ja, dann lass sie doch, dann lass doch wieder zurücklaufen, erstmal nach Hause und dann laufen wir nochmal dahin. Aber die grüne Höhle ist doch. Ja, die ist halt gleich hier vorne, ne? Ja, also ich meine, ja. Ja, oder wir holen es halt irgendwann. Ja, komm, wir holen die irgendwann. Wir machen das Haus ja eh noch ein bisschen weiter. Ja, scheiß drauf. Ich gehe nochmal schnell ins Lager voll, mir ist nämlich echt kalt gerade. Wir holen die einfach irgendwann. Passt schon. Irgendwann fange ich wieder zu leben an. Schon ein Highlight. Also. Ich habe gehört, du spielst das immer in deinem Stream, ja? Ah, warte mal. Das ist die Rache, Tobi. Das ist die Rache. Nur deswegen habe ich gefragt. Das ist mein Outro-Song. Arschloch, glaube ich. Ich bin mir nicht mal sicher. Ich glaube, du meinst, das ist nicht mal böse. Nein. Nee, ich find das echt ein guter, ist ein cooler Song, als wäre es wirklich geplant gewesen. Ja, dann müssen wir ja mal richtig machen. Dann kommen wir richtig in die Charts und dann machen wir so wie, wie heißt die nochmal, Stefanie Hertel? Nee. Einsmann? Nee, ich weiß, ich kenne mich bei den Schlagersitz. Krasowitz? Ach, Schlagersänger. Achso, ja, genau. Helene Fischer. Helene Fischer, genau. Komm, wir gehen mal los in die Höhle, das ist bestimmt warm. Herr Lene. Herr Lene, was sagen Sie dazu? Ja, ich meine. Ob es jemanden gibt, der Lene Fischer heißt? Vielleicht die Helene. Liebe Familien, die gerade zuschauen und Fischer mit Nachnamen heißen, solltet ihr einen männlichen Spross bekommen, nennt ihr doch, was ich da. In die Hocke. Machen wir mal aus. Kein Bock jetzt, da liefen vier vorbei. Einer hat uns gesehen, glaube ich. Ey, entspann dich mal! Dumme Sau. Ja, das ist echt ein bisschen dämlich. Spacko, Alter. Hast du den? Weil ich guck. Ja, ich hab den. Alles gut. Wir haben ein bisschen Tennis gespielt. Oh. Stirb doch mal eine Runde. Boah, mir ist echt kalt gerade. Ja, komm, wir laufen weiter zur Höhle. Da wird es zumindest nicht nass und es gibt auch keinen Regen. War doch grün, ne? Ja. Richtig. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich grün wählen. Als Höhle. Aber war die so weit weg? War die wirklich so weit weg? Ja, sieht so aus. Ich glaube, wir hatten Spaß, als wir zurückgelaufen sind oder als wir zum Boot gelaufen sind. Deswegen war vielleicht. Ne? Ah, da vorne ist es. Sehr gut. Mir ist auch gerade echt kalt. Da sinkt mein Spaßbarometer unter Null, Tobi. Nice, ciao. Tschüss. Ich würde im echten Leben nie in so ein Loch reinkrabbeln, ganz ehrlich. Ernsthaft? Never ever. Oh, warte. Oh, jetzt lädt er wieder nach. Oh, jetzt aber. Ich glaube, wir kriegen unten auch Besuch. Oh, nein. Oh, hört sich ja toll an. Ja. Ja, genau, unter uns sind die schon. Oh. Gehst du weiter runter? Ach nee, ich kann kein Molly werfen, glaube ich, ne? Ja, was wollen wir machen? Ih, diese Augen auf meinem Arm. Ja, Mann. Und du bist gerade irgendwie an meinem Sack mit deinem Kopf. Ja. Hey, die hauen sich selbst. Ja? Ja. Mist, ich sehe das gerade nicht. Warte mal, ich geh ein Stückchen weiter runter. Prügeln die sich weiter oder war das jetzt nur einmal aus Spaß? Jetzt haben sie es gerade einmal geschlagen, jetzt haben sie aber aufgehört, scheinbar. Naja, die sind wieder auf uns. Ach komm, ich geh da jetzt runter. Ey, bleib mal. Ey, ich komm am Seil, du Arschloch! Ich nicht mehr. Komm, ist auf. Ey, der war schon tot, der eine. Hä? So. Was denn? Achso, wieder, der liegt mit seinen Beinen, Alter. Brauchen wir Knochen oder so? Ich weiß gar nicht, wir sind schon. Da vorne ist Feuer, oder? Ja. Waren wir hier nicht schon? Das kommt mir so bekannt vor, alles.
Ich hab keine Ahnung. Oh, der Captain. Ist das der, aus dem Pilot? Oh. Danke für alles, Arschloch. Du bist dran schuld. Hey, wärmt das hier nicht auf, oder was? Das ist eine Schädellampe, nee, die wärmt nicht leider. Ah. Tuch, Tuch, Tuch. Tuch, Tuch, Tuch. Das ist leider gar nichts. So. Also wir könnten natürlich noch ein Feuer machen, ne? Also das geht natürlich immer. Tuch, Tuch. Tuch, Tuch. Tücher kann man immer brauchen. Alleine schon für Mollys später. Hier ist eine riesige Kiste. Oh, Alter, wie viele Tücher haben die dabei? Das ist wahrscheinlich alles Klamotten. Tuch, Tuch. Oh, Alkohol. Nice. Die waren halt einfach gut betucht, Erik. Der wird immer besser, je öfter ich den bringe, hab ich das Gefühl. Tobi, warum tuchst du das? Es tut mir leid. Wo hast du denn in Urlaub getucht? So, okay, gut. Natürlich mit Tuchi. Ich mach mal Folgendes, Tobi. Ich glaube, das wird dein Herz erfreuen. So. Wenn es warm sein soll... Ah. Da kann es ja auch wohlriechend sein. Wieso habe ich denn schon wieder Hunger, Alter? Wieso haben die denn sofort... Da hinten geht's weiter. Wo bist du denn? Das ist eine Körperhälfte. Das ist einfach nur eine Körperhälfte, die da oben hängt. Tobi, die ist ein bisschen. Ne, da oben, da hängt. Das sind einfach nur Körperhälften. Ach so, ja, gut. Aber lass die doch mal. Hast du was gegen Körperhälften? Warte, ich will was ausprobieren. Mein Opa war eine Körperhälfte. Hör doch auf, sowas zu sagen, Tobi. Oh, mir ist kalt. Ich habe ein Feuer gemacht, Mann. Da vorne ist ein Feuer. Oh, Alter, direkt unter dem Kessel. Ja, Mann. Ich dachte, der will es ja auch mollig haben. Oh, hier ist wieder ein Spielzeug. Hier ist ein Stück Spielzeug. Oh, warte, ich komme, warte. Haarspray gesammelt? Ich habe Haarspray gesammelt. Und noch mehr Batterien. Und hier ist ein Stück Spielzeug. Okay. Ah, schön. Schön warm ist das. Ah, das war's wohl mit den Beauty-Tipps, wa? Entschuldigung. Wo ist das Spielzeug? Müsste hier liegen bei dir auch. Und Uhr. Stoff. Hier liegt für bei dir auch Spielzeug, oder? Hey, ich hab Haarspray gefunden. Ja, ich auch. Das, Tatsächlich. Tatsächlich. Ach, jetzt kann ich es nochmal erleben. Ja. Ach, schön. Wenn man zu zweit spielt, kann man alles zweimal erleben. Das ist toll. Hier ist noch ganz viel Geld. So. Hey, jetzt stirb doch mal. Hallo, stirb doch mal. Oh, jetzt geht's ab. Hier auf Mallorca. Vielleicht ist es ein neuer Fortnite-Dance. So. So, ich glaube, ich hau mir noch mal was zu essen hier rein, ins Feuer, wenn wir schon mal so, ne, da sind. So. Habt ihr einen neuen PC geholt? Oh, cool, danke dir. Ich sehe den gar nicht, der liegt da hinten, ne? Tobi, ich hab mir was zu essen ins Feuer gehauen. Willst du auch was? Ich hab aber auch noch Fleisch. Hab schon reingetan. Oh, cool. Bist du das nächste Mal dran? Komm. Runde geht auf mich, Tobi. Alter. Was haben die denn mit dem Piloten gemacht, Alter? Der Kopf ist ein bisschen angeditscht. Ich glaube, der ist so gelandet. Da bin ich ganz sicher. Er hat auch ein paar Sachen in sich stecken, irgendwie. Ja, na gut, das geht aber. Jetzt noch mehr. Na, im Kopf hinten. Ach so. Ja gut, das ist für die Flugsicherheit. Der wird angekettet im Flugzeug. Damit er nicht durchs Flugzeug fliegt. Gut, das macht aber auch Sinn. Ne, finde ich eben auch. So, hier haben wir was. Es ist aber einfach, da ist nichts hinter. Das ist auch nur... Ich habe eine Eiterplatte gefunden. Eine Leiterplatte, meine ich natürlich. Eine Leiterplatte, sehr gut, Tobi. Da kannst du später eine Leiter draus machen. Was ist das denn hier? Ach, Tuch an der unteren Körperhälfte, cool. Tobi, hier ist die Tür mit den Kreuzen und ein Bild. Das ist die Tür mit den Kreuzen, die wir auf dem anderen Bild haben. Und hier ist nochmal, hier ist die Grube im Wald. Hä, ich hab ein anderes Bild. Hä, was hast du denn? Ach nee, doch nicht, hä? Hä? Bei mir war gerade das, war irgendwie Bild mit Flugzeug bei dir gewesen. Achso, ja, bei mir, bei dir auch. Wahrscheinlich gibt's da nur eine Animation von außen. Darf ich eben? Das ist eine gute Geschichte, jetzt das waren Kreuze, Erik. Ja, gut. Es bleiben aber noch Kreuze, wenn die auf dem Boden liegen. Darf man nicht vergessen. Okay. Hier hinter ist aber, ach doch, da hinten geht's weiter. Okay. Mich deucht, wir kriegen Besuch. Warte mal, bleib mal stehen. Ich mach mal kurz was. Warte mal. Pass mal auf, dass keiner kommt.
Kann ich das hier nicht auf die 3 legen zum Beispiel? Flugzeugaxt. Oh, die Atmung in den Höhlen ist aber so geil. Ja, Mann. So, guck mal. Und jetzt? Ich sollte die vielleicht vorher anmachen, ne? Wie ich beim letzten Mal beim Molly. Oh, das ist, glaube ich, so ein Muschivieh. Oh ja, oh ja, oh ja. Er will aber nicht zu uns, der will zu dem Ding, glaube ich. Ich pack mal ein paar Sportpfeile rein, will mal gucken, was die so können. Oh, jetzt ist es dunkel geworden. Das ist nicht gut. Ja, hallo! Nicht mal. Ich muss die Taschenlampe noch mit dem Sport, mit dem Bogen verbinden. Wieso ist das? Oder ich mach dir Licht hier an. So. Warte. Okay, ich hol mir den Bogen. Oh, Da passt du durch, bist du fett. Hm? So, bist du weit vorne, Tobi? Aber das erste, die Viecher nicht. Ich kann die beide wieder rausnehmen. Ja, das ist ja angenehm. Dankeschön. Boah, ja, Ruckel. Was denn? Das war das Feuer an jetzt. So. Oh, lebt sogar noch. Jetzt ist Muschi. Muschi ist down. So, der ist auch down. Nice. So, na komm mal mit. Moin. Ein bisschen frische Busenhaut. Ah, ein Traum. Die Haut, die sich nicht traut. So, die Sportpfeile scheinen doch gut Damage zu machen, aber ja, ich glaube, die muss ich mehr an den Kopf treffen. Alter, wie viele Tücher hier liegen? Hier müsste noch irgendwo ein Pfeil rumliegen, den ich verkackt habe. Alter, wie viele Tücher kann man denn brauchen? Darauf ein Tücherdon, Alter. Kann ich nicht, warte mal. Ach, warte mal, die Taschenlampe ist dran, aber hat die keine Batterien mehr oder was? Warte mal, irgendwie ist das merkwürdig, hä? Auseinandernehmen. C. Okay. Kann ich jetzt neue Batterien? Ne, Batterien sind drin. Hä? Hey, die leuchtet aber. Oh ne, die flackert. Warum sind die Batterien schon leer bei mir? Ich habe die doch kaum benutzt. So glaube ich. Ja, gut, Erik, ne? Das ist halt, so. Wo sind denn hier die Batterien? Ich habe hier ein bisschen den Überblick verloren. Siehst du die Batterien im Inventar? Ja, warte, wo waren die denn? Waren die nicht bei den kleinen Teilen da irgendwo, bei den Uhren? Bei den Uhren. Ja, ich habe Armbrustbolzen, findet man die noch in der Armbrust? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Münzen, alte Pistolenmunition, habe ich 6 Stück. Oh, ich habe auch 5. Cool. Lul. Aber wo sind Batterien? Hier, vor dem zwischen Geld und den Uhren. Unter den Kassetten. Ach, das sind Batterien, das sieht aus wie die Tabletten. Alter. Gut. Was brauche ich dafür noch? Handgemachter Bogen mit Licht. Da muss ich jetzt wieder Isolierband. Oh, Isolierband ist aber teuer. So. Und irgendwie zeigt die Taschenlampe nach rechts. Das ist irgendwie komisch. Oh geil, Alkohol. Alkohol. Feinste Ware, mein Guter, nicht? Was, du kannst nicht mehr tragen, Alkohol? Was? Hä, das ist aber gelogen. Und wenn ich morgens zum Kiosk gehe, was? Ja. Kann ich 5 Flaschen tragen. Dann werde ich zum unheimlichen Hulk. Hulk. So. Geld bitte. Ja, Entschuldigung, der Witz. Ich mag den Witz immer noch. So, Stöcker nehme ich auch mal mit für Feuer. Mach nochmal Licht. Taschenlampe ist mir ehrlich gesagt zu teuer mit den Batterien. Die lasse ich am Bogen, damit ich was sehe, aber sonst. Man findet halt fast nichts, ne? Ja, ne? Das Schwierigste ist. Also, wenn man hier mit Tüchern überleben könnte, dann wären wir jetzt schon finished. So, der hat sonst auch nichts, ne? Nee.
Okay. Deine Rüstung ist voll? Nee. Überhaupt nicht. Tobi, warum läufst du denn ohne Rüstung rum? Ach, warte mal, ich habe noch Knochenrüstung dabei, sehe ich gerade drei ja, Stück. Ja, hau die dran. Ich habe nur fast auch noch welche. Ah, jetzt ist es fast fertig. Fast voll. Zwei Dinger fehlen noch. Okay, also ich kann dir noch was geben, wenn du brauchst. Ja, alles gut. Hier ist Medizin. Oh, hier liegt noch eine Taschenlampe. Oh, das ist gut. Vielleicht sind da Batterien drin. Oh, ich kann keine Leuchtfackeln mehr tragen. Taschenlampe gesammelt. Oh, hat man jetzt zwei Taschen? Oh, man hat zwei Taschenlampen. Man kann mehrere Taschenlampen haben. Das ist aber cool. Was ist das? Das sieht aus wie Herzen. Und ein Brot oder was immer. Okay. Mehr war da nicht hinter, nur das? Okay. Das da noch weg. Hier ist nur irgendein Typ. Der war auch schon so halb angegoren. Okay. Gut. Hey, was ist das da oben an der Decke? Fledermäuse, Tobi. Das sind Fledermäuse. Ah, okay. Ich dachte, ja, das sind irgendwelche Herzen, die sich bewegen. Nein. Warum sollten Herzen sich bewegen? Meins ist ja auch schon seit Jahren tot. So, Stöckchen mitnehmen. Da geht's noch weiter nach unten. Aber ich wollte nochmal hier. Ne, da ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Ne, ich glaube, da ist nichts mehr. Okay, wollen wir nach unten? Was ist das denn? Sind das Würstchen? Ein Kissen, okay. Ist auch noch ein Kissen. Ja, ich würde sagen, dann nach dir, ne? Ja, dann let's go. Hab was Neues erfunden. Kissen mit Würstchenfüllung, Tobi. Da kann man nachts auch noch was snacken. Ja, lecker. Melde dich gleich zum Patent an. Oh, hier sind noch mehr Schädel. Oh, Mann. Oh, Vorsicht. Hilfe. Vorsicht. Oh, Lul. Ich kann nicht mehr mitnehmen, schade. Ja, ich auch nicht, leider. Oh, das geht ja noch weiter runter. Ja. Hey, wer baut sowas, Alter? Kann man keine Wendeltreppe bauen? Michael Wendeltreppe? Oh Gott. Ich glaube, das würde bestimmt schon gehen. Hey, wieso schnauft meine denn schon wieder so? Ja, weil runterklettern ist anstrengend. Achso, hoch nicht oder was? Ja, hoch kann man gleiten. Ah, okay. Was war denn hier? Was ist wieder so eine geile Höhle? Ja. Eine geile Höhle. Zeig mir deine geile Höhle. Hey, hier liegt was, Erik. Hast du das nicht mitgenommen? Was denn? Kommst du Glück? Oh, da liegt was auf dem Boden. Oh! Oh, komm her, Jesus, sei unser Gast und sieh, was du uns bescheret hast. Aber guck mal, der macht so das Metal-Zeichen, oder? Also so. Hast du gesehen? Metal, Leute. Ja, Mann. So, hier ist auch noch ein Kollege, der möchte sich. Nein! Oh! Was? Ja! Tobi! Was denn? Was denn? Tauchgerät! Ja, Tauchgerät! Geil! Okay, vier Druckluftflaschen, mehr geht nicht. Okay, und wie man sieht, müssen wir das sofort hier austesten. Geil! Das Tauchgerät! Tobi, weißt du, was ich auch habe? Ein Schlauchgerät. So. Warte mal, ich guck nochmal, bevor wir jetzt tauchen, hier oben scheint noch. Ist hier noch was? Es sieht aus, als könnte hier was sein, aber ich glaube, hier ist einfach. Ne. Oh, geil! Was denn? Hast du den weggeholzt? Den Typen? Nee, was hast du gemacht? Ich spiele mit dem Schädel. Achso, bei mir hängt der nur. Schade. Hui. Achso. Bei mir hängt der nur. Ja, geil, TM. Tschüss. Okay, warte. Was tust du? Tauchen. Achso. Oh, geil. Tobi? Oh, man sieht ja gar nichts, Alter. Nee, das ist immer so verschwommen. Ist eigentlich schade, aber eigentlich ist es dadurch irgendwie noch A, noch ein bisschen atmosphärischer. Und B, auch realistischer eigentlich, oder? Wobei, unter Wasser so verschwommen. Ich weiß nicht, ob jemand unter Wasser sieht. Na, unter Wasser sieht man nicht so extrem verschwommen. Vor allem haben wir ja auch eine Taucherbrille an. Ah, haben wir eine Taucherbrille an? Okay, ich war mir jetzt gerade nicht sicher. Aber wenn wir natürlich eine anhaben, ist das ein bisschen doof. Geht's da ohne wieder? Taucherbrille könnte ich mir das natürlich noch vorstellen. Ach, geht's wieder raus. Okay. Wenn man kurz untertaucht und wieder auftaucht, hat man wieder Licht. Für kurze Zeit. Da geht's raus. Was, und da hinten ist ein Kofferraum. Ich bin Bioshock gerade, ich weiß auch nicht warum. Wegen den Farben wahrscheinlich, so blau, rot. Ja. Okay. Oh, Babys! Ja,
Vollidioten. Oh, guck mal, einen Freund mitgebracht. Ciao. Können die nicht schwimmen? Komisch. Wir machen jetzt ihr Seepferdchen. Noobs! Noobs! Omega Lull! Noobs! Das nächste kommt! Blitzschi Platsche! Du bist scheiße. Aus dir wird nie was. Dein Bruder ist viel erfolgreicher als du. Du bist schon makaber. Du liebenswerter Unmensch. Oh, komm, ich trink mal was. So, hier ist Soda. Soda oder Soda? Ja, Solala. So, hier ist auch noch... Ah, okay, weil wir unter Wasser waren, ist uns jetzt kalt, aber naja. So, Flaschen kann ich keine mehr aufnehmen, Sauerstoffflaschen leider. Kriegt man da Schaden? Ist das schlimm? Wenn einem kalt ist? Ja. Ja, nach einer Weile. Okay. So, hier liegt wieder Alkohol. Kann ich wieder mitnehmen, weil ich mir einfach Mollys gemacht habe. Habe ich auch. So, und hier ist noch eine Lektion. Das habe ich auch gemacht. So, die Höhle kenne ich sogar noch von früher. Die gab es früher auch schon. Aber die war an anderer Stelle, glaube ich. Okay, ich bin wieder unter Wasser, ne? Warte mal, hier hinten geht's doch noch weiter, oder? Hä? Wo denn? Oh, nee. Ach nee, hier sind doch noch mal Soda-Kisten. Nee, alles gut. Okay. Okay. Springt einfach ins Bild. Bist du vor mir oder hinter mir? Bist du schon unter? Ah, du bist schon durch. Ich bin hinter dir. Achso, ich bin im Tunnel gerade. Und da kann man auch wieder auftauchen gleich. Ah, schön hier. Was man nicht alles für das alte Pissblag macht. Oh, Tobi. Das ist die Tür, von der ich dir erzählt habe. Genau die meinte ich. Oh. Alter. Okay. Die ist also auch noch drin. Die ist sehr schön. What the fuck? Ich leg mal ganz kurz das Ding hier wieder ab. Geht das? Nee. Können wir die abbauen? Ablegen. Nee, die kannst du nicht abbauen. Aber hier müsste ein Knopf sein. Da kann man einen Stein drauflegen und dann geht die offenbar auf. Soll ich mal? Warte mal. Ich mach mal ganz kurz Feuer. Ich mach mal ganz kurz. Ich glaube, man muss mehrere Steine. Ich mach mal kurz ein Feuer, ja, zum Aufwärmen. Ja. So. Oh, krass. So. Ganz kurz das Aufwärmen. Ist das ein Zwischenboss oder was? Also eigentlich sind die Muschikläuse und so sind eigentlich Zwischenboss, soweit ich weiß. Ah, okay. Also ich kann mir nicht vor... Also ich glaube, ich weiß noch, was dahinter ist. Ich will dich nicht spoilern. Ich glaube, ich weiß, was dahinter war. Ich weiß nicht, ob das immer noch dahinter ist. So, soll ich mal? Also bist du aufgewärmt? Ja, mach mal. Ein Stein. Und noch ein Stein. Noch ein Stein. Jetzt habe ich einen Schädel draufgelegt. Okay, das reicht aber auch. Hier liegt noch eine. Noch ein Schädel. Ich habe noch einen Schädel draufgelegt. Okay. So, jetzt muss ich zwei Schädel wieder finden erstmal. Da bin ich ein bisschen an Skyrim gerade. Es ist noch der gleiche Raum. Alter, Tobi, ich sag nichts. Komm einfach rein. Schau dich um. Alter. Ich glaube, die Zeichnung an der Wand, die gab's damals nicht. Das sieht aus wie so ein KKK-Anhänger da oben mit dieser Spitzenkapuze. Ja, und über diese Bibeln hier. Also irgendwas hat es halt mit dem Glauben auch auf sich, diese ganze Geschichte. Ich weiß noch nicht genau, was da passiert ist. Ja gut, das macht man halt standardgemäß eigentlich immer, weil es halt am unheimlichsten mit ist, ne? Ja gut, so Kult meinst du mäßig. Ja, oh, da geht's noch runter. Oh, jetzt Benzin für die Kettensägen, ja! Oh, kann ich nicht nehmen. Oh, nice. Ja, ich kann nur einen. Diese Enttäuschung. Und hier ist ein Bild. Oh, nein, kann ich auch nicht mit. Tobi, hier ist ein Nacktbild von Muschi Klaus. Oh, ja, geil. Oh, Alter. Ich bin ganz ehrlich, das Originalbild davon hätte ich so gerne. Tobi, eine neue Axt! Hier ist die Axt! Oh mein Gott! Das ist aber nicht die gute. Ja, das ist nicht die gute Axt, das ist die mittlere Axt. Das ist eine rostige Axt? Ja, es gibt noch eine bessere. Das ist immer noch nicht die gute Axt. Ich würde gerne wissen, wo es die gute gibt. Mann! Also nicht verraten in den Kommentaren, nicht spoilern. Metzger. Was? Die gute gibt es natürlich im Kühlregal, habe ich gesagt. Achso. Ich mal das Feuer an. Ich sammle mal wieder 50.000 Tuch. Es tut ja keinem weh, ne? Oh, Erik.
Hier ist noch eine Bibel zu mitnehmen. Eine Bibel? Das ist die ja, da möchte ich, wo ist denn die? Collector's Edition? Das ist die einzige, die man mitnehmen darf. Oh. Die ist aber klein. Hä, das ist voll keine Bibel. Die ist viel zu dünn und viel zu klein dafür. Ist eigentlich sehr klein geschrieben. Was ist da jetzt drin? Ne? Was ist das jetzt für eine Bibel? Wo sehe ich das jetzt? Kann man da reingucken? Nee, ne? Ich möchte sie usen. Ja. Oh, jetzt noch eine Bibel. Tobi, ich habe noch eine Bibel gefunden. Hier, an der Zeltecke. Oh, cool. Ja, die nehme ich natürlich auch mit. Aber sind das verschiedene? Nee, ne? Zum Notizbereich. Die Bibel, Teil 2. Erkunde Höhle auf Felsvorsprung. Keine Ahnung. Finde einen Weg in den Keller. Okay, hier ist aber nichts anderes. Ach, finde einen Weg, länger unter Wasser zu bleiben, ist durchgestrichen. Finde einen Weg, die Felswände heraufzuklettern, ist auch durchgestrichen. Baue Verteidigungsanlagen, das müssen wir halt echt mal machen. Ich gehe nochmal ganz kurz vorne zum Feuer und grill mir mal schnell was. Ah, nee, du bist ja dran. Hier ist doch Feuer. Du bist hier, ist Feuer. Ah, ja. Hier ist Feuer. Ja, ja. Hau mal Fleisch rein. Das war schon hier. Hier sind noch 3 alte Pistolenmunition. Hier drüben. Mal, wie kann ich das mit C, ne? Nee, wie kann ich jetzt Fleisch da drauflegen? Normalerweise mit C, aber wenn das schon... Warte mal, war das Feuer schon hier? Ah, jetzt. Das war schon hier, ja. Wer soll denn das gemacht haben? Ich hab keine Ahnung. Ich hab's benutzt. Aber es kann auch schon lange keiner mehr hier gewesen. Also die Typen sind auf jeden Fall länger hier. Die sind vom anderen Flug, weil die sind ja alle schon... Ja, vergammelt. Die sind ja schon bis auf die... Aber die müssen ja plötzlich gestorben sein. Die müssen eigentlich plötzlich verbrannt sein, weil die in dieser Position halt alle... Ne? Irgendwas muss sie sehr erschrocken haben, scheinbar. Irgendwas? Irgendwas, ja. Irgendein Fleisch ist fertig, das wird schon so cool. Nein, nicht das. Das da. Ja, gönn dir aber auch. Oh, ich brauch sogar noch mehr was zu essen. Oh, da leg ich noch was drauf, bitte. Ja, okay, gut. Oh, meinst du leider schon... Ja, meinst du schon verdorben. Ja. Gut, ich leg mein Fleisch mal da hinten irgendwo hin. So. Ekelhaft. Widerliches Zeug. Oh, hier sind ja noch Schädel. Die kann ich mitnehmen. So... Ach, schön, so ein Feuerchen hier. Ah, Zelte gibt's auch, Tobi. Was will man denn mehr? Tobi? Ja. Bist ja, du still? Ja. Oh, ich hab nicht gerade gegähnt. Oh, Fleisch ist da. Bist du müde? Oh, immer. Ah, ja, ach so, ja. Dann. Okay, also hier kommen wir nicht. Also wir können durchs Wasser weiter, aber sonst komme ich nicht weiter. Wobei ich das an der Decke, ich finde das echt nice. Wie gesagt, das erinnert mich immer an Skyrim. Da gibt's auch so. Diese blauen Dinger dann, ne? Mhm. Ja, am coolsten war es immer noch, dass sie jetzt irgendwie nicht mehr so verbreitet, aber wenn in diesen blauen Dingern, wenn die eingeboren dann auch unter der Decke hangen und dann runtergesprungen kamen. Und teilweise erst, wenn du drunter warst, das war halt das Geilste. Das war echt ekelhaft. Apropos ekelhaft. Hast du dein Ding an? Ja, ja. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, hier ist so riesig, dass ich gar nicht weiß, wie ich schwimmen soll. Hier sind noch Bibeln, ne? Ja. Hier schwimmen überall Bibeln. Ich folge mal der Spur aus Bibeln. Justin Bibel. Hey, Party Bibeln. Shiny, happy Bibeln holding hands. Das ist echt eine Spur aus Bibeln. Hör mal, hier runter geht's eh nicht mehr, ne? Ne, da ist nichts. Okay. Oh, hier liegt nur ein Seil. Lul. Ich komme hoch für eine Meerjungfrau. Apropos Seil. Alter, wie hoch ist das bitte? Okay. Oh. Wir kommen gut rum, Tobi. Wir kommen gut rum. Wir haben schöne Sachen gefunden, das stimmt. Ja, das auf jeden Fall. Neue Axt ist schon mal sehr gut. Ich will trotzdem noch die richtig gute Axt haben. Ich weiß aber echt nicht mehr... Da müssen wir die Höhlen noch mal ein bisschen gründlicher durchsuchen vielleicht. Hm. Ich meine, wir haben eine Kettensäge, ne? Für was brauchen wir eine bessere Axt? Oh, hier noch Snickers. Snickers? 2 Snickers. Oh, noch ein Bild. Ich hätte auch Bock. Ach, Snickers. Wieder irgendwo vergrabenes Pistolenstück. Und hier können wir gleich weitertauchen. Pistolero. So. Ja. Da werden wir richtig gefordert gleich mit dem Tauchzeug, ne? Die anderen Höhlen müssen wir eh nochmal besuchen. Da waren ja auch Stellen gewesen, wo man hätte tauchen können. Ja, genau. Und klettern vielleicht auch. Wo wir vielleicht drauf geachtet haben vorher. Sag mal, geht's wo hier wir hier jetzt auch nicht drauf geachtet haben. Kann es sein, dass hier irgendwie sehr langsam nur vorangeht? Weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich verliere Sauerstoff.
Tobi, ich bin viel langsamer als du. Wieso verliere ich denn Sauerstoff bei mir an den Dingern? Ich weiß es nicht. Ich drücke aber auch schnell, also sprinten quasi. Ich kann nicht sprinten. Hä, hier oben geht's nicht weiter. Okay. Doch, hier ist ein Spalt. Oh Gott, hier ist ein Spalt. Mit E musst du da drücken. Ach du Scheiße. Hä, was ist das denn? Nein, Tobi! Oh, wie gut! Oh, warte mal. Alter, wie gut! Was ist das? Wie was? Ach nee! Ja, Mann! Was? Ja! Ich verstehe gerade nicht, warum ich Sauerstoff verliere. Aber ich verliere auch Sauerstoff, aber nicht so schnell. Ja, bei mir ist schon irgendwie unter die Hälfte runter. Und links und rechts kommen die ganze Zeit Bläschen raus. Ich weiß nicht warum. Hatten wir nicht irgendwo ein Loch im Haus? Bin da. Ach ja. Oh, wie geil. Alter, wie cool ist das denn? Yeah! Ja, ich sag doch, hat sich voll gelohnt, die Brudi hier. Ja! Yeah. Alter, wie geil, bitte. Okay, das ist echt. Das Loch muss man erstmal finden, ne? Das ist halt echt cool. Kann man da jetzt auch wieder runtertauchen oder geht es nur nach oben? Eigentlich müsste es gehen, wenn man das wiederfindet halt, weil das ein bisschen versteckt ist. Das ist halt schon geil. Aber haben wir die Höhle, das würde mich interessieren, haben wir die Höhle jetzt abgeschlossen? Eigentlich haben wir ja wirklich alles. Nee, haben wir natürlich nicht. Also da ist nichts durchgestrichen bei uns. Das heißt, wir haben auch den Bug, weil wir haben ja wirklich alles mitgenommen an dem Ding. Glaube ich. Das ist, was ich denke. Ich wüsste halt jetzt nicht, was da jetzt noch sein sollte. Das weiß ich auch nicht. Boah, geil. Ha! Was für ein Abenteuer, Tobi. Was für ein Abenteuer. Das war schön. Das ne? war sehr schön. Oh, warte, ich komme. Ja. Was machst du? Du bist so fett. Passt da nur einer drauf auf die Bank? Ja. Ich sitze auch genau in der Mitte. Das ist ja richtig gut. Setz dich mal hin. Nee, man kann sich nur in die Mitte setzen. Das ist so ein Königsthron, Alter. Aber steh mal kurz auf. Und warte. Jetzt setz dich mal hin. Na? Hey. Auf einmal ist mir gar nicht mehr so kalt. Nimm die Finger da weg. Warum hängt dein Schlauch bei mir ins Gesicht, Tobi? Was? Dein Schlauch hängt bei mir ins Gesicht, den du im Mund hast. Dein Schlauch. Das tut mir leid, Erik. Aber das muss so. Okay. Dann brauche auch seinen Platz zum Ausbreiten wahrscheinlich. Eben. Ja, würde ich sagen, nächste Folge oder was? Ja, das hört sich doch ein Plan an, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Geil. Tschüss. Geil. Tschüss.